Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Fort Boyard. Ich spiele heute die Schwierigkeitsstufe heroisch oder auch ganz schwer. Schwerer geht's gar nicht mehr. Falls ihr die anderen Folgen verpasst habt, könnt ihr die gerne nochmal auf meinem Kanal nachschauen. Und sonst würde ich sagen, let's go. So, welchen Spieler nehme ich denn? Achso, ich muss erstmal drücken hier. Ist eigentlich wurscht. Ich glaube mal, den nehme ich hier. Juhu! Sau geil. Also sau schwer wird's wahrscheinlich, aber gucken wir mal. Heiliger Scarabeus, die Kandidaten sind im Anmarsch. Bla 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 bla. Okay, Schatz. Vier Schlüsseln brauchen wir. Okay. Vier Schlüsseln. Vier Schlüssel. Schlüssel. Ja. Oh, da kommt schon die Mumie. Da muss ich wieder ein Rätsel lösen. Ich weiß jetzt nicht, ob es weniger. Schlüssel gibt. Wenn ich da. Ja. Wenn ich einen Schwierigkeitsgrad spiele, den ich noch nicht gespielt habe. Ich rieche nach Salz und Schnupftabak. Und man findet mich auf Schiffen ohne Frack. Schaust du einmal auf Deck vorbei, siehst du oft, wie ich es halt deckfrei. Ich rieche nach Salz und Schnupftabak. Keine Ahnung. Oh. Oh! Habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass ich schon die Antwort auswählen muss? Okay. Tja, das war's dann mal wieder. Komplett. So, nächste Aufgabe. Hättet ihr es gewusst? Schreibt's in die Kommentare. Boyarodrom. Okay, das sollte ich hinbekommen. Ich glaube, man hat auch einen gewissen Zeitdruck jetzt. Schauen wir mal. Ich bereite mich schon mal vor. Nimm den Ball und los geht's. Naja, gut. 50 Sekunden. Keine Ahnung. Ich drück die ganze Zeit. Drück ich die Knöpfe, aber. Ich weiß nicht, warum er jedes Mal hinfliegt. Aber jetzt ist er nicht hingeflogen. Sollte man eigentlich schaffen, ne? So, einer noch. Ist aber schon sportlich, würde ich mal sagen. So, gewonnen. Ersten Schlüssel haben wir. Man muss auch mehr drücken. Man muss mehr drücken. Wuhu! So geil. Und ich glaube, je mehr Schlüssel ich habe, desto mehr Zeit habe ich am Ende. Das heißt, es würde mir natürlich sehr entgegenkommen, wenn ich möglichst viele Schlüssel habe. So. Gucken wir mal, was das nächste ist. Oh wie, sie haben Boyarodrom überstanden. Sensenmann. Der Sensenmann. Okay. Ja, beim Sensenmann muss man halt entweder sich ducken oder man muss springen. Habe ich auf schwer schon geschafft. Von dem her Gleichgewicht zurückgewinnen. Okay, falls ich wahrscheinlich getroffen werde. Aber bis jetzt wurde ich noch nie getroffen. Deswegen denke ich mal, ja. Das wird schon. So. Okay, das ist springen und das ist ducken. Dann ducke ich mich gleich mal. Zack. Ducken. Springen. Ducken kann man sich ja immer schon vorher. Je nach Schwierigkeitsgrad dauert es natürlich immer ein bisschen länger, bis der andere Typ da runterfliegt. Aber die können es ja gar nicht so schwer machen, Alter. Das ist ja, das Spiel ist ja für Kinder eigentlich gedacht. Ich glaube, ab 6 Jahren oder so ist es freigegeben. Müssen wir natürlich ein bisschen früher springen. Sonst wird es irgendwann nicht mehr schaffbar. Zack. Ja, das geht ganz gut. Junge, jetzt dürfte der Typ langsam mal getroffen werden da. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist er gleich weg. Jetzt ist er gleich. Jetzt war's. Ja, geschafft. Ja. War jetzt nicht schwer. Gut, dann habe ich meinen zweiten Schlüssel.
Ich muss mal gucken, ab wie vielen Jahren das ist. Ich weiß es gar nicht, aber ich glaube ab 6. Oder hat es gar keine Altersbeschränkung? Keine Ahnung. Wahrscheinlich wegen diesem Schwert, was noch kommt. Ah, das ist dieses Dino. Ich glaube Dinosaurier? Nee, Dinosaurier war das nicht. Ach so, wo man dieses Schwert da rausziehen muss. Excalibur heißt das, glaube ich. So. Ja. Das geht so. Ich glaube, da hast du dann halt nur wenig Zeit, ne? So, wo sind die Dinger? Wäre mal schön, wenn man die mal vorher sehen könnte. 30 Sekunden habe ich nur Zeit. Ja, moin. 30 Sekunden ist natürlich mega sportlich. Das wird wirklich... Ja, komm schon. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Wobei, letztens war ich gar nicht mal... Huch. Ja. Das war's. Schade. Schade. Ja, ist halt alles eine Übungssache. Das kannst du natürlich den ganzen Tag zocken und so. Und du kannst die Übungen, diese Spiele kannst du auch üben. Ja. Bis zum Erbrechen. Und dann kannst du das wahrscheinlich schaffen in 30 Sekunden. Aber wenn du das halt nur einmal die Woche spielst, so wie ich, ja, dann. Pff, dann wird's schon hart. Ja. Aber alles eine Übungssache. Genau wie die Geschichte hier. Wahrscheinlich kommen jetzt 4 Tiger oder so. Okay, sind immer noch 3. Und ich habe 90 Sekunden, aber ich hatte sonst, glaube ich, auch 90 Sekunden. Ah, die Viecher, die nerven mich ja komplett, ey. Ja, wo ist er denn hin? Er ist irgendwie durch den Boden gefallen, so wie es aussieht. So. Huch. Ja, die Viecher stressen mich halt. Die wollen halt nicht weggehen, die greifen mich die ganze Zeit an. So. Kriegen gleich eine Dusche, ey. Ja, sieht doch gut aus. Ich glaube, einmal muss ich noch fahren, dann habe ich's. Das sollte ich ohne Probleme schaffen. Ich fahre jetzt einfach rückwärts, so wie immer. Und fahre dann sozusagen einmal unter diesen... Unter diesen Wasser... Ja, watch out the Tigers. Die sollen mal abhauen da. So. Ah, die Zeit ist schon knapp, ne? 30 Sekunden jetzt noch? Ist schon sportlich. Komm. Ja, gewonnen. Gut, dann habe ich schon mal 3, dann brauche ich noch einen und dann kann ich schon ins Finale. Also die anderen könnte ich dann sozusagen alle verlieren. Wer die damals, wer die Sendung damals im Fernsehen gesehen hat, der weiß ja, was da so abgeht. Es wird ja auch alle paar Jahre mal neu aufgelegt. Und von dem her hast du es schon. Die Kandidaten konnten keine vier Schlitz. Was? Hä? Wieso keine 4 Schlüssel? Gibt's da nur 4 Herausforderungen oder was? Das kann ja nicht sein, oder? Habe ich jetzt verloren? Okay, was kommt jetzt? Ach so, jetzt muss ich diese Kugel fangen. Tja. Hand bewegen, Kugel fangen. Dann schauen wir mal. Das Urteil. Jetzt schon. Ja, das ging ja schnell. Es gibt da wirklich nur 4 so eine Dinger, ne? Ich dachte echt. So, zeig mal her hier. Er kann irgendwie die Hand nicht bewegen. Achso, jetzt. Oh, das ging ja schnell. So, ich hab sie. Gewonnen. Jetzt zeige ich auch 4 Schlüssel. Geil. Das war wirklich meine letzte Chance, glaube ich. Wegen diesen Schlüsselkram da. Aber dass es nur 4 Schlüssel gibt, kann doch nicht sein, oder? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, da kommt schon noch was. Das werden wir aber gleich sehen, ob da noch was kommt. Passepartout, ist das euer Ernst? Ja, ist mein Ernst. Ich habe jetzt wirklich genug Schlüssel für die Schatzkammer gesammelt.
Ja, und dann muss ich noch ein Rätsel lösen. Sie werden sich 4 Herausforderungen stellen müssen und jeder Sieg gewährt ihnen einen Hinweis. Jeder Sieg, Herausforderung? Wie, geht's jetzt weiter? Da sieht man mal wieder, dass ich nicht richtig lese. Ja. Also jetzt kriege ich sozusagen Hinweise. Indem ich weitere Schlüssel sammle. So, jetzt haben wir's. Nachdem ich irgendwie schon, keine Ahnung, ein paar Stunden gespielt habe, das Spiel. So, da ist die 2. Da ist die 5. Ja, wo ist die 1? Alter! Und eine Minute nur Zeit? Ja, moin. Ist da die 1? Ja, du kannst, also das kannst du vergessen. Also das zu schaffen, schon. Das zu schaffen ist schon sportlich. So, das ist die 2. Guck mal, ich komme da gar nicht ran. 2. 3. Wo ist die 3? Da ist die 3. Und du hast immer nur gewisse Zeit, Zeit. Guck mal, ich habe jetzt noch 10 Sekunden, Alter. Und einen habe ich noch. Schaffe ich nicht. 2, 1. Oh! Gewonnen! Alter, in der letzten Sekunde! Krass. Also das war wirklich... Also jetzt habe ich echt gedacht, das schaffe ich nicht, ne? So Leute, dann würde ich sagen, ich beende die Folge für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet auch gerne beim nächsten Mal, wo es genau hier weitergeht mit der sehr schweren Folge. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo, ein Like und einen Kommentar da. Ist komplett kostenlos für euch und hilft mir sehr. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.